herzlich willkommen. In der heutigen Ausgabe machen wir ein herrliches Schnitzel mit einer Käsesoße und den Fokus legen wir vor allem auf die Käsesoße. Na, die könnt ihr auch zu Nudeln essen, die übers Gemüse gießen. Alles wunderbar. Zuerst nehmen wir, ihr seht das hier oben schon, wir nehmen die Schnitzel, ich lege die ja einfach so ein bisschen Frischhaltefolie ein paar Mal mit der Pfanne drauf. Manche sagen, man muss es nicht klopfen. Ich gehöre zu den Leuten, die es gerne mal zumindest kurz geklopft haben. Und dann werden die Schnitzel auch schon gesalzen von beiden Seiten und im Anschluss auch gepfeffert. Mit dem Pfeffer müsst ihr ein bisschen aufpassen, dann nachher nicht so scharf anbraten, dass euch der Pfeffer nicht verbrennt. Ihr könnt es auch später erst nach dem ganzen Braten pfeffern. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, es muss nicht sein. Da hat jeder seine eigene Philosophie. Ich brate es halt nicht ganz so scharf an und dann passt das schon. Ich mache die Schnitzel heute in Natur, also nur schön gewürzt. Dazu nehme ich hier etwas Schweineschmalz noch und dann kommen wir hinten auch schon im Töpfchen, esse ich das zur Soße. Ein Esslöffel Butter rein, den zerlasse ich, ein Esslöffel Mehl. Ich habe da beides etwas gehäuft genommen und das Ganze verrühren wir jetzt. Das ist die Basis für unsere Käsesoße. Und es gibt hier, ihr seht das hier, so eine richtig schöne Masse und wichtig ist immer schön rühren. Da verlieren wir nämlich den Mehlgeschmack dabei und wir erhalten uns die helle Farbe. Und wenn wir das erledigt haben, kommen ungefähr die 100 Milliliter Milch dazu. Ja, dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen aufköcheln. In der Zwischenzeit ist ja vorne mein Schweineschmalz auch schon zerlassen. Und ich habe die Schnitzel mal hineingelegt. Und jetzt so, ja, 60 Gramm Käse ungefähr, geriebenen Mozzarella. Oder ihr könnt auch einen anderen Käse nehmen, wenn ihr etwas würziger wollt. Einfach mit rein und schön unterrühren. Damit die Käsesoße richtig lecker wird, empfehle ich euch, nehmt ein bisschen frische Petersilie, hackt die mal schön klein und von der Petersilie, ja, ihr seht schon, auch die Käsesoße, es ist ein Traum. So muss die sich ziehen, schaut mal. Jawohl, genau so muss das sein. Und ja, oh, die Schnitzel von der einen Seite auch schon fertig, da wendet man sie einfach mal ganz kurz da. Ich nehme hier die Gabel, auch das ist für manche ein Frevel. Ich habe damit kein Problem. Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken. Hinten die Käsesoße noch. Hier kommt noch der Pfeffer. Ich nehme mir ein Chili-Salz, weil ich es gerne etwas schärfer und würziger mag. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Salz nehmen. Oder noch eine Prise Muskat zum Beispiel dazu. Und dann auch noch die Petersilie mit rein. Und dann nochmal kurz umrühren und etwas köcheln lassen. Nochmal sanft, damit die Aromen, die wir mit reingegeben haben, nochmal ihr volles Geschmackswunder entfalten können. Ja, dann sind wir fertig. Schnitzel auf dem Teller und dann Soße drüber. Super easy essen, super lecker. Wie gesagt, die Soße passt eigentlich zu super vielen Sachen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Und und weil es farblich ein geiler Kontrast ist zu der hellen Käsesoße, nochmal ein Stück Petersilie zum Schluss oben drauf. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich sag euch, es lohnt sich dicke mit der Soße. Das ist eine super Basis für zig Sachen. Unbedingt mal testen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.